Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO Case Opening auf Lucky Cases. Ich habe heute Morgen meine E-Mails durchgearbeitet und habe gesehen, dass ich auf Lucky Cases noch Guthaben habe. Und da dachte ich mir, warte mal, da kann man schon noch was draus machen. Gut, sind jetzt nur 18,15 Euro. Aber für ein paar Knives wird es auf jeden Fall reichen. Aber zuerst, Glücksspiel ist ab 18. Hört auf, euer Geld zu verspielen. Ich habe gesehen, hier oben gibt es jetzt so komische Dinger. Also es gibt Graffitis und diese Swap-Tools kosten die nicht eigentlich einen Euro? Warte mal. Swap-Tool. Open. Ich habe keine Ahnung, ob ich da jetzt irgendwas... Also ich meine, ist das jetzt einfach ein Swap-Tool? Ist aber schon um einiges Cent günstiger. Oder gibt es irgendwelche Unterschiede? Das ist ja noch von letztem Mal nicht wundern. Ich weiß nicht, warum das nicht weggeht. Hier ist es jetzt. Ist das ein ganz normales Stat-Track-Swap-Schwabbel-Pimmel-Tool? Also falls ja... Haben die sich ja gerade selbst gefickt. Da würde sich ja fast lohnen, einfach noch mehr zu holen, oder? Man macht doch, also ich meine, man braucht das jetzt nicht so oft, aber ein zweites geht schon, oder? Ein zweiter wird bei 18 Cent. Vielleicht kriegen wir ja so ein Rosé-Swap-Tool. Gut, dann wollen wir jetzt noch, also einfach, ich weiß nicht, ob das jetzt, was es überhaupt ist. Vielleicht geht's auch gar nicht, vielleicht ist es kaputt. Blau, na also, das sind die richtig teuren Dinger. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt noch reicher geht. Sorry, dass ich jetzt gerade bei dem Case-Opening hier in Graffitis rumschaue, aber irgendwie. Glaubt ihr, wir ziehen eins, das so ein bisschen krasser ist? Ich möchte diesen Graffiti. 10 Cent. Da hau ich auch gerne mal 30 raus, ne? Ich hab's ja. Passt auf, haltet euch fest. Oh mein Gott. Durch meine Kräfte immer im Fick. Na gut, das war jetzt ja nicht so gut. Das war jetzt ja eher schlecht. Weiter geht's. Sticker gibt's auch noch. Ach komm, wir machen mal noch ein so ein Ding auf. Was ist das denn? Kraftzahl? Ah, ne. Zombie-Lover. Den nehme ich. Komm, gönn mir den nehme ich. Nehme ich. Ja gut. Ich lass mal so. Behalten wir einfach mal, keine Ahnung, was das war. Hau ich einfach raus. Giveaway, ihr wisst schon. Giveaway. Was ist das hier? Was enthält das? Was ist da drin? Geschenke. Was labert ihr? Name-Tags. Aber die sind schon. Ja, guck mal hier. Die kosten schon, okay. Ah, da sind aber. Da sind auch Kapselschlüssel drin. Aha. Aha. Aber so ein Key, so ein anderer Key? Wäre doch gut. Nee, nachher kommt irgendein Key, wo ich halt die Kiste nicht habe. Dann kostet die 30.000 Euro. Am Arsch. Musikkits? Brauche ich nicht. Gloves? Etwas. Teuer. Jetzt kommen wir zum interessanten Kram hier. Ja. Es gibt ein New Year Ding. Aha. Aber kostet auch 10,60 Euro, ne? Da wirst du nicht froh. Und so viel Geld haben wir auch nicht. Aber wisst ihr was? Man muss auch mal was eingehen, oder? So ein Risiko. Ah! Na gut, dann hat er Mikkelei, ist ja nicht schlecht. Ich behalte sie mal kurz. Vielleicht hauen wir die später wieder raus. Einfach damit wir noch ein bisschen Geld haben, um weiterzumachen. Ne? Also nur von der Zeit her, dass wir da nicht hier so ein 3-Minuten-Video abliefern. Guck mal, es gibt eine Green-Kiste. Da ist Scheißdreck drin. Aha. Scheißdreck habe ich ja eigentlich schon genug. Eine Hydra-Kiste. Das ist einfach die Hydra-Kiste. Aha. Das ist natürlich günstiger, wenn ich hier mit dem Schlüssel aufmache, ne? Den ich auf Skinbaron kaufe für 1,60 Euro oder sowas. Oder 1,70, 1,80. Kisten habe ich eh genug und dann passt es. Eine Mainstream-Kiste. Die macht so der Mainstreamer auf. Ein Neon Rider. Die nehme ich natürlich gern. Wenn ich ehrlich bin, nehme ich die gern, den Neon Rider. Neon Rider, wie gesagt, die kann man schon gerne mal hier oben kommen lassen. Ja gut, so eine. Ich sag's mal so. Gewinn ist ja auch nicht schlecht. Leute, da haben wir jetzt aber ordentlich Gewinn eingefahren. Na, ordentlich. Naja. Was hatten die Valentine so zu bieten? Ist nicht selbst diese Imperial irgendwie... Oh, da ist eine 5-7. Hyper Beast. Eine Cyrex. Eine Electric Half. Eine Dragon King. Wasteland Rebel. Try. Ich sehe gerade nicht die schlechte. Ist die wirklich schlecht? Ist die, ich meine, die ist immer in Blau, aber ist die auch so... Ah, die Korinthenkacke. Die ist kacke. Die Fate. Die, wahrscheinlich wird es die Fallout Warning. Wenn ich das Ding jetzt aufmache, wird es die Fallout Warning. Achtung. Fallout Warning! Schon wieder die. Aha. Okay. Ich sehe die hier unten gar nicht. Achso, da ist sie. Naja, immerhin. Wisst ihr, ich bin hier natürlich auch wegen Giveaways unterwegs. Ja, ich will euch ja ein bisschen was bieten. SWAT, was ist das für ein Riesending? Ja, haha, eine Counter-Tara. Obwohl die gar nicht so schlecht aussieht. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Ah, die Mac 7 Hazard wird es wahrscheinlich, wenn ich die aufmache. Das müssen wir direkt mal nachprüfen, ob das auch so wird, ne? Also das Cyrex ist schon eine leckere Geschichte. Ja. Sehe ich irgendwie die Duration von dem Teil? Ist die jetzt gut oder... Oder kaputt? Steht nicht dabei. Aha. Naja, aber im Moment geht's eigentlich.
Also im Moment bin ich doch gar nicht mal so unzufrieden mit unserer Ziehung. Wir haben noch 1,20 Euro. Lass mal gucken. 1,20 Euro, 1,20 Euro, 1,62 Euro, 1,30 Euro. Shit. 81 Cent Spectrum. Na, ist scheiße. Ach ja, es gibt auch noch diese cheap 60 Cent Geschichte da, ne? Was ist da drin? Schotter. Nur Schotter. So tief sind wir noch nicht gefallen. Was ist denn das hier? Ah, das sind nur MAC-10s. Ach so, das sind die Waffen, spezialisierten Kisten, okay. Ich weiß, dass wir bei den Desert Eagle-Teilen mal fett Gewinn gemacht haben. Da habe ich irgendwie am Ende vom Case-Opening was gezogen für die letzten paar Euro. Und auf einmal kam eine 30-Euro-Deagle raus. Eine Handcannon, glaube ich. Oder so irgendwie. Kommt das hin? Ist die Handcannon so viel wert in Hardcore? Ich weiß es nicht. Ist die hier drin überhaupt oder war das auf der anderen Seite? Ah, das war auf Ding, das war auf Drake-Dingens. Guck mal, hier ist sogar die Chatterbox drin. Da würde ich fast sagen, wir drücken einfach mal unser Glück voll rein. Ach, 1,22. Was ist denn hier noch so drin? Das ist natürlich eine USPS-Kiste. Ja, macht Sinn. Wisst ihr was? Wir bleiben einfach bei der Mainstream-Kiste und machen die jetzt nochmal auf. Da geht noch was. Da geht noch was. Ha! Mainstream! Komm schon! Gib sie mir! Gib sie mir, die Triumvirat! Na, was für ein Scheiß! Und dann auch noch ein kaputt? Nee. Nicht mit mir. Nochmal die Mainstream-Kiste? Oder lieber die 49-Cent-Kiste? Okay, wisst ihr was? Wir fahren jetzt den krassesten Gewinn raus, den jemals jemand aus dieser Kiste rausgefahren hat. Und zwar mit der, wahrscheinlich die. Ich setze mich jetzt hin, drück drauf und denk nach. Mach die Augen zu. Ist die 20 Cent wert? Sehe ich das richtig? Oder 2 Cent? Ich meine, wir haben hier die Angaben gemacht. 20, okay. Ich meine natürlich erstmal jetzt genau das machen, was ich eben gesagt habe. Ah! Ne Morris, sehr schön. Naja. Also wir stehen jetzt gerade bei 10,49 €. Wir sind mit 18 € reingegangen. Na, es hält sich in Grenzen, oder? Ich würde sagen, es hält sich in Grenzen. Komm, dann kloppe ich die Dinger noch direkt raus, beziehungsweise sende hier mal das Zeug weg. Vor allem bei dem bin ich echt, Wisst ihr, jetzt bekomme ich noch irgendwelche Werbedinger da. Na schön, das freut mich natürlich, dass ich da von euch jetzt auch noch Werbe-E-Mails bekomme. Ich weiß es nicht. Ich sag's jetzt einfach mal so. Sicherlich so ein Verteiler. Aber gut, ich würde jetzt nicht sagen, dass rigged ist oder sowas. Dann werde ich jetzt einfach alles senden. Jetzt warten wir mal, ne? Hallo? Da hat sich noch jemand einen Swampool gegönnt? Ja, nice. Sehr schön. Wie sieht's denn jetzt aus? Oh! Haben wir jetzt Ultra-Gewinn gemacht? This item swaps set track values between... Gut. Schön. Danke, Lucky Kusus. Ist natürlich nicht so wie auf Skin Baron, ne? Da kann man nämlich alles in einem verschicken. Ich sag's nur. Ja, nice. Übrigens, zweiter Account, denk dran, gell? Bevor wir da alle fragen, wo sind deine Knives? Wo ist dein Rank? Und da ist der Rest auch gekommen. Mal gucken, ob das alles einzelne Trades sind. Okay, die machen echt alles einzeln. Naja. Oh, ist die Stat-Track? Wir haben sogar eine Stat-Track, Morris, Leute. Schnäppel gemacht. Also ich muss echt sagen, das finde ich wirklich nicht übel, was wir da rausgeholt haben. Ich meine, klar, es war jetzt kein Gewinn und hin und her. Aber wir haben einen Purple und zwei... Wir haben sogar... Das dritte kommt auch bald noch. Also das ist die letzte, die noch fehlt. Die zweite davon. Guck mal, die sieht doch recht nicht schlecht aus, oder? Ist sogar ein Scope drauf. Ja? Den musst du ein PUBG lang versuchen. Eine Cyrex. Wunderbare Condition. Wahrscheinlich... brandneu und eine Atomic Alloy. Und zwei Städt-Tools. Und natürlich das hier. Guck mal, da bist du natürlich schon stolz drauf als Besitzer, ne? So ein Boston 2018 Sprout E-Sport. Sowas haben nur die ganz großen in dem Inventar. Ja. Und halt eine Morris. Gott, ist die schön. Was habe ich mir dabei gedacht, zu sagen, die wäre kacke. Ich habe die in meinem Top 10, glaube ich, auch ziemlich hoch gelistet, falls es die damals schon gab. Wie schön ist denn das Ding, bitteschön? Schön, schön, schön. Fucking nice. Wie sieht's mit dir aus, hm? Hast du keine Lust? Die letzte wird, denke ich, dann irgendwann auch kommen. Ich hoffe, dass die Angebote dann von der Seite offen stehen bleiben, weil ich jetzt erstmal nicht mehr am PC bin. Die Skins werden wie immer ausgekloppt, ganz klar. Skin-Giveaways sind am Start. Vor allem eben jeden Dienstag, Donnerstag und Freitag. Das sind meine Livestream-Tage. Dienstags und Donnerstags immer ab 19.30 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Und ich muss die Tage unbedingt auch wieder ein YouTube-Giveaway machen. Ich weiß. Im Moment gibt es übrigens gerade wieder ein Knife in den Livestreams. Ein Knife-Giveaway. Ja, nur, dass es jeder weiß, dass ich der Gewinner sogar aussuchen darf. Ich weiß, Spendabe, ja gut, hab ich gesagt, das hab ich. Dann vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch gefallen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.